So, und da sind wir wieder. Moment, die Eule sagt noch was. Die sagt jetzt irgendwas Schreckliches, garantiert. Ihr müsst Sibyl das Handwerk legen, bevor sie zu mächtig wird. Setzt euer gesamtes Wissen ein, um die letzten Kinder zu befreien. Sie werden euch dabei helfen, Sibyl aufzuhalten. Viel Glück. Ja, da bin ich noch nicht so von überzeugt, dass die uns helfen werden, aber okay. Bringt die Tränke zu den Goblins. Erhalte glühendes Geschenk von Goblin. Wirf es in den Kessel. In den Wir müssen Kupferkessel. In den zwölf Kupferkessel. Mal das machen. Forget it. Ja, aber achte mal drauf, ob die Kessel unterschiedliche Farben haben, weil wir sollen das in den Kupferkessel werfen, ne? Steht hier. Ich meine, der andere war Vielleicht gibt es doch einen schwarz. Kessel. Muss ich erst mal gucken. Ich weiß ja nicht, wie der Level aussieht. Deswegen habe ich es ja gesagt. Ja, links ist der Kupferkessel. Ja, und hier möchte ich mal eine kleine Anmerkung machen. Und zwar, dass dieses Endkapitel, dieser Endkampf, 18 Minuten lang dauert. Das war einer der Gründe, weshalb ich das Ganze, was jetzt kommt, nicht zeigen werde. Wir haben es letztendlich dann doch noch geschafft. Allerdings möchte ich euch nur das Ergebnis zeigen, weil wir mehrere Versuche gebraucht haben. Sprich, viel länger als eine Stunde am Endboss gesessen haben. Unsere Nerven komplett blank gelegen haben. Das muss ich jetzt allerdings auch noch dazu sagen, zu unserer Verteidigung. Es war immer das Gleiche. Sobald man sich mal eben ein paar Sekunden bewegt hat, wurde man gestunt, man wurde verlangsamt oder wie man unten schön sehen kann, jetzt auf der linken Seite, man hat diese Schnelligkeit drin gehabt und ich kam mit dieser Schnelligkeit überhaupt nicht klar. Und wenn ich gebrannt habe, habe ich mich auch nur noch hinstellen können, weil ich nichts machen konnte, um das Ganze zu löschen. Und es ist einfach nur nervig gewesen, weil wenn man brannte, konnte man nichts machen, man konnte nicht schlagen, man konnte nichts aufheben, man konnte gar nichts machen. Wenn man gestunt wird, klar, dann kann man natürlich auch nichts machen, dann bleibt man einfach stehen. Dann gibt es noch diesen Stun, der durch diese explosiven Flaschen hergerührt hat, so wie es jetzt aktuell ist. Der traf aber natürlich wieder nur uns und nicht die Gegner. Und ich muss dazu sagen, es gab eine Kleinigkeit, die wir dato nicht kannten bei unseren ersten drei oder vier Versuchen. Ich glaube, drei Versuche haben wir verpatzt. Und zwar, links gibt es diese drei Stellen, die sind so ein bisschen weiß markiert auf dem Boden. Da kann man sich hinstellen, wenn gerade niemand in der Nähe ist, sage ich jetzt mal, und X gedrückt halten. Dann kann man einen Schneeball erzeugen. Mit diesem Schneeball kann man, wie man jetzt links im Bild schön sieht, diese brennenden Skelette wieder normal machen. Das heißt, die kann man schlagen und man wird nicht mit dem Feuer infiziert. Das haben wir ja bis dato nicht gewusst, konnten wir nicht anwenden. Entsprechend sind die Versuche natürlich sehr fehlgegangen und das möchte ich euch einfach ersparen, weil wie gesagt, jede Runde dauerte 18 Minuten. Wir haben danach dann auch noch mal kurz darüber gesprochen und unsere Nerven lagen total blank. Wir haben es bis spät in die Nacht aufgenommen, weil wir unbedingt diesen Endboss noch erwischen wollten. Und ja, der Müdigkeit geschuldet und natürlich auch, weil es extremst nervig war, weil wir halt nicht wussten, wie wir das mit den brennenden Skeletten machen mussten und so. Haben wir es dann einige Male nicht geschafft. Das überspringen wir jetzt und wir gehen jetzt direkt zum finalen Ergebnis. So, ich werde das ganze Spiel über nichts sagen. Dann ist es eine scheiß Aufnahme. Und wenn, dann klappt das. Und dann müssen wir das Dann alles fluch. nachsynchronisieren. Am besten fluchst du dann einfach. Das reicht ja auch. Ja, aber dann Das werde ich mache ich ja. schon. Ich habe jetzt mitbekommen, was dann passiert. Du wirst nicht gesperrt und nicht angemahnt. Du kriegst automatisch so eine Art Shadowban. Das heißt, die anderen sehen dich weniger, wenn du mehr fluchst. Asozial, oder? Naja, also, Warte bist du mal. soweit? Hast du dem Gnom jetzt das Goldene geklaut? Ja, ich habe die alle hier hingelegt, hier oben. Ich habe lauter vier Teile hab ich hier Die haben hingelegt. alle nichts mehr in der Hand. Nee, das habe ich denen weggenommen. Du kleiner Mieser, du. Hier so. Oh, nee, das ist gut. Also, ich mache jetzt erst dieses Schwefelding als allererstes. Dann machen wir das, die grünen Blätter. Also, versuchen es mal in der Also Reihenfolge. Schwefel war nur Schwefel, ne? Da Nur kam nichts Schwefel. anderes dazu. Musst du da eigentlich drücken jetzt hier oder nicht? Ja, aber ich wollte jetzt nicht anfangen, bevor du mir das nicht gesagt hast, weil das sind wertvolle Sekunden, die du halt, ne? Ja, mach. Wieso bin ich Wieso? jetzt gestunt? Weil der Geist gerade daher Willst, gedingst ey, ist. das ist doch Verarsche, oder?
Wir sind ja noch gar nicht mal im Spiel gewesen. Das ist doch wirklich Verarsche. Rechts kommt ein Skelett, ich komme sofort. Ich habe oben links schon mal eine Alraune hingelegt. Nein, da ist natürlich auch direkt ein brennendes Skelett mit dabei. Alter, der geht auf dich. Oh. Ja, das ist schon wieder für den Arsch gewesen, diese Taktik. Weil dieses Wichs brennende Skelett da war. Also, wie war das mit den... Du brauchst das oben links, ne? Ja, da musst du links drücken, also X drücken. Aber bei mir, also gedrückt halten, glaube ich. Aber wie gesagt, ja, natürlich. Natürlich. Ach doch, jetzt hat er es gemacht. Bei mir funktioniert es nie. Es hat funktioniert. Aber... Ja. Ja, ich bin betäubt. Ich bin betäubt. Ja, rechts ist alles fertig. Du musst halt nur Dings machen und das Glas. Boah, diese Kacke. Wo ist der jetzt? Wo ist er? Da. Pass auf, rechts. Hallo? brennendes Skelett. Ich kann es nie nehmen jetzt. Ach komm, ey. Brennendes Skelett? Ich weiß nicht, ist er anscheinend auf dich aggro oder was? Keine Ahnung. Und ich habe wieder keinen Ton. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht, warum auf einmal kein Ton mehr drin ist. Also man kann hier nichts drücken. Was? Bist du sicher, dass es ja, X gedrückt halten. Ah, jetzt geht's. Also mein X. X ist links. Ach so. Ich lege mal einen Schneeball hier hin, dann kann man den vielleicht nutzen. Man muss den vorher machen. Ich musste den noch nie vorher machen. Boah, explodiert der Mist jetzt hier endlich mal. Alter. Was ist jetzt los? Ja, es explodiert endlich, okay. Nee, das ich weiß immer noch nicht, was das zweite ist. Ich bin hier seit 3 Minuten oder so im Rumlaufen. Ich habe dir gesagt, wir machen 2 Blätter, aber das hast du nicht gemacht. 2 Blätter, ja, jetzt kann ich eh nichts mehr nehmen. Ich bin schon wieder gestunt. Ja, ich kann aber auch den Schneeball nicht nehmen, wenn ich am Brennen bin, nebenbei merke. Nee, habe ich ja auch probiert. Ich kann noch nicht. Doch, jetzt kann ich wieder schlagen. So, was haben wir jetzt gesagt? Wir wollen. 2 Blätter. Ich bin gerade das Skelett hier am Wegverhalten. Alter, geh einfach in eine Richtung und schlag auf das Skelett. Ich weiß nicht, was so schwer da dran ist. Du stehst vor dem. Triffst den 5-mal nicht, obwohl du genau drauf haust. Bin gestunt. Wo bist du? Ja, am Kochding da. Klatsch dir eine. Links kommt wieder ein Skelett. Wenn das jetzt wieder flambiert hier, ne, dann dreh ich durch. Oh, Junge. Hallo, wo läuft die hin? Wo ist der Grüne? Ganz oben links. Ich habe den Trank aber verloren irgendwie. Ich hab den doch schon. Ich hatte den doch gerade noch in der Hand. Muss man eigentlich auch was machen hier mit Feuer? Ja, weiß nicht. Ich weiß immer noch nicht, was wir als nächstes machen. Okay, der ist anscheinend aggro auf mich. Wir machen jetzt einen Schwanz und Pilz brauchen wir. Pilz habe ich. Kann nichts machen. Ich sage, ich stehe hier und ja, ich kann mich nicht. Ich bewege mich wieder wie blöde. Schwanz ist bei dir. Tu es aber noch nicht rein, das sind 2 Skelette. Ich kann wieder nichts. Ah, jetzt. Sind aggro auf mich, die. So der. Was haben wir gesagt? Schwanz und Skelett? Den kann man abkühlen damit. Oh, dafür ist der. Oh. Jetzt weiß ich, wofür der Schneeball ist. Du kannst die Skelette damit, die brennen kannst du damit umwandeln. Aber ich bin gerade. Kannst nee, du mal mitkommen? Ja, komm. Warte mal, was habe ich gesagt, was wir brauchen? Okay. Und. Schwanz und Pilz? Ja. Sicher? Ja. Für Regenbogen. Wo ist er? Wo ist der Regenbogen? Links. Hast du? Ja. Ich habe 2 Araunen hier. War da was mit 2 Araunen? Irgendwo habe ich... Ja, Araune hier. Geist Araune oder Pilz. Araune Grün?
Warte, ich mach die. Och, jetzt komm. Lass auf den... Och, jetzt rühr doch schneller um, ja, hab ich. Wo ist der Typ? Rechts, glaube ich. Also, immer unter Vorbehalt. Ich weiß ja nicht, ob das die Farbe ist. Haben wir die beiden, haben wir die Grünen gemacht? Nee, warte mal. Rose, ein Schwanz und eine Raune brauchen wir. Ah, ich hab ihn abgekühlt und hab's Feuer abbekommen. Willst du mich verarschen? Nicht reinmachen, der Typ ist schon da. Also war nichts mit die abkühlen oder so. Oh nein, ich kann mich wieder nicht bewegen. Och komm. Hab ich gesagt Schwanz und Araune oder was? Ich hatte was anderes gesagt. Ich hatte Araune und Geist oder Araune und Grün, was da liegt. Also. Hier hinten haben wir jetzt. Wir haben hier. Hau die hier mal. Ich lenke ihn ab. Ja, der Geist ist nur dazwischen. Alter, willst du mich jetzt? Och, ich hab diese scheiß Umwandlung jetzt. Och man, Achtung, da kommt noch ein Dings. Ja. Hab ich die auch Raune? Was hab ich gesagt? Raune ist oben links. Ja, wir brauchen ein Glas, ganz schnell. Oh, die... ist ausgegangen, nein. Pass auf, der Dings. Och, ich kann's wieder nicht abstellen, Mann. Was ist das für ein... Nein! Och, Mann. Mann, wieso kann man diese blöden Dinger nicht sofort abstellen? Wieso braucht der immer 3 Sekunden, bis der das abgestellt hat? Ja, ich kann hier wieder nichts machen. Ja, hau ihn bloß nicht kaputt, wenn du direkt davor stehst und ihn die ganze Zeit triffst. Echt. Jetzt auf einmal geht's doch, oder was? Och nee. Feuer von rechts. Zweimal Knoblauch und eine Raune. Wo ist noch ein Knoblauch da? Oh, komm. Neben dir ist ein Glas. Ja, ich weiß aber nicht, wieder, wo der ist. Wo wieder, und da hinten, oben. Da oben. Nein, da ist die Scheiß. Oh, ich komme da nicht rüber. Wo, was? Ja, der ist auf dich, Aggro. Nein, wieso, wo ist der jetzt hingelaufen? Oh, nee, das war der nicht, oder? Der ist da links gelaufen, Idiot. Willst du mich jetzt hier? Araune und Schwanz immer noch. Araune liegt da, wir brauchen einen Schwanz. Wir brauchen mehr Schwänze. Ja, ich bin die gerade am Kastrieren hier. Wo sind die Mäuse da? Das sind Ratten, aber ist okay. Nur eine jeweils? Ja. Treff ihn bloß nicht ein einziges Mal. Ey, der rennt durch mich durch und ich treffe den nicht einmal. Es ist. Nein! Ach, ich bin voll in den Geist reingerannt, weil ich mit dem Kobold gespielt habe. Alter. Du kannst doch nicht spielen. Klatsch mich mal. Ja, Moment. Dann kann ich den nämlich klatschen hier. Da kommt rechts ein Brennender. Warte mal, wir brauchen Rose und Knoblauch. Wir müssen Rosen dingsen. Ich kann nicht warten. Ich muss die Skelette hier wegkriegen. Ja, mach ruhig mal. Rechts kommt auch noch was. Rose und Knoblauch. Knoblauch mache ich gerade, aber wir müssen in der Zeit was anderes machen noch. Auge brauchen wir. Knoblauch ist oben. Wieso Knoblauch mache ich gerade? Knoblauch ist doch fertig. Ja, habe ich schon, ja. Rose ist unten und links. Raune. Nein! Och, ich habe dir gerade die Rose... Ja, musst du selber nehmen dann. Die Rose kann ich nicht schneiden, weil das Ding halt voll war jetzt, wo ich drauf war. Nein!
Och, und auch noch gestunt. Super. Oh, ich brauche Feuer. Ich brauche Feuer. Ich kann mich nicht bewegen. Du musst mich dringend wegmachen. Also ob da kommen. Ja, deswegen. Nein, was nimmt der denn hier? Mann, ey, diese scheiß Aufnehmerei, ey. Du hast erstmal geklatscht hier. Komm, jetzt nimm schnell. Oh nein! Ich kann das Ding nicht entdingsen. Oh, klatsch den. Oh. Komm, jetzt beweg dich wieder normal. Warte mal, was ist jetzt mit der Rose? Wollte Rose kaufen, ja. Rose ist links, konnte ich nicht schneiden, weil alles im Weg war. Pass auf, rechts Feuertyp. Hä? Was ist jetzt los? Ach nee, die war noch nicht fertig. Oh. Was ist das gewesen? Rose und? Hab ich schon. Ich brauche noch Feuer. Ich kann mich nicht bewegen. Rechts ist ein Skelett. Das musst du machen. Ich komme nicht so schnell dahin. Boah, jetzt komme ich wieder. Alter. Wo ist Rot? Rot ist da oben. Ah, ich kann hier nicht... Oh, sag mal, ist es so schwer, an so einer Scheißmauer vorbeizulaufen? Ganz ehrlich. Haben wir noch was mit vielen... warte mal, ich bin hier drüben. Guck mal, was wir brauchen. Pflanze und Alraune. Oh, scheiße. Ein Schädel. Wir brauchen ein Schädel und ein Blatt. Blätter hätte ich. Ein Schädel könnten wir reinmachen. Dann lass den rechten durchlaufen. Schädel und Blatt sicher, ja? Keine Pflanze und Alraune. Nee. Oder wir machen so lange was anderes. Was brauchen wir denn noch hier oben? Wir brauchen noch... Oh. Auraune und Blatt. Was ist das denn? Schädel und was? Geist. Schädel ist gleich drin. Ja, Schädel und Blatt. Blatt habe ich auch. Blatt ist auch drin. Mach ich. Oh. Nein, ich bin wieder so langsam. Willst du mich hier eigentlich? Oh, ich kriege hier... Ich bin gestartet und es kocht. Ja, ich kann nicht laufen. Ich kann nicht... Oh. Es verkocht. Nein, ist fertig. Aber ich hole das Ding. Hol, ja. Wo ist der? Rechts oben, glaube ich. Grau? Pass auf, da ist einer mit Feuer. Ja, hol mal ein Ding. Links ist ein normaler. Pass auf, dass der nicht so weit reinkommt. Achtung. Oh, ich kann mich wieder nicht bewegen. Ich kann mich wieder... Alter, willst du mich verarschen? Ich komme nicht mal ansatzweise an diese Kackdinger dran. Jetzt. Oh. Alraune und Geist. Geist haben wir hier. Alraune ist da hinten. Jetzt geh doch einfach mal da drauf, um den zu stunnen. Ist das so schwer? Ich kann nicht umrühren. Alter, ich bin gestunt. Nicht zu mir kommen. Mach den Geist gleich rechts weg. Das Ding. Ach, das Skelett. Zwei Skelette. Kann ich gerade. Warte. Ja, bin wieder frei. Okay. Warte mal, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen noch, Alraune und Blatt. Alraune und Blatt. Ein Blatt liegt da. Alraune Blatt liegt links. Och, nein, nicht jetzt diese Kacke von diesem Viech hier. Ich bin gestunt. Oh, scheiße. Habe ich dich erwischt? Ja. Pass auf. Och, ich kann mich nicht bewegen. Da ist brennender von rechts. Brennt nicht mehr. Ist weg. Nein, ich will das Ding komische. Ja. Ich hol schon mal ein Glas. Rechts kommt ein Skelett, pass drauf auf. Unten links. Also ist der Typ. Links ist ein Brennender, pass auf. Wir brauchen nur einen. Was brauchen wir denn? Warte mal, das ist schwarz da oben. Pass auf, Skelett bei dir. Die Flansche, Sauerkirschen und ein Blatt. Blatt ist bei dir, Sauerkirsche, ich weiß nicht, wo das Ding ist. Das ist in der Mitte. Oh nein, schnell, der Dings hat mich gestunt hier. Den Korb wollte ich holen. Och, das ist der da, weg da. Hier, nimm du den Korb. Mach du das da auf deiner Seite hier, hinter dir. Alter, jetzt nimm diesen scheiß Korb. Gib mir den hier wieder hin. Mach den in den Mörser. Och, muss nee. Erstmal die Dinger verprügeln hier. Mann. Jetzt... Die geht aber auch nicht nach oben, ne? Oh, pass auf, rechts Feuer.
Was habe ich gesagt? Blatt und... Kann ich sofort gucken, Moment. Hä? Blatt und das, was drin ist da. Nein, ich habe ein Blatt genommen. Was ist das für ein Scheiß? Ja, hier, nimm schnell. Wir brauchen noch einen nur noch. Komm, nimm ein Glas. Oder hey, was Moment. Ich muss den... Oh. Wo ist er? Gestunt. Rechts ein... Egal. Oh. Ja, wenn du jetzt aber auch gestunt bist, das wäre scheiße. Hä, 47% erst. Was? Hör mal, wir müssen das jetzt kochen. Hier, komm, helf mit rühren. Schnell, rühren. Müssen wir da eine Flasche holen? Wahrscheinlich. Oh, pass auf, geh weg. Oh. Ich muss aber das Skelett, ich weiß nicht. Oh. Bin gestunt. Komm, rühr mit. Alter, wie lange dauert das? Pass auf, dass nicht gestunt wirst vom Geist. Achso, die gehen wirklich nur nach rechts, ne? Geist, pass auf. Äfft euch alle! Aua, ist das hell. Sie ist eine Ratte. Warte, wo ist die Katze? Nein, wo ist die? Achso, du warst das. Achso. Oh, was? Niedrige Systemleistung erkannt? Reduziere die Einstellung? Was wollt ihr jetzt von mir? Ich mach schnell auf Fortsetzen, nicht, dass da irgendwas... Herzlichen Glückwunsch, ihr habt Witch-Test-Tick erfolgreich abgeschlossen. Ich werde dieses Spiel nie wieder anfassen. Oh je. Oh mein Gott, ich bin erstmal jetzt 2 Tage nicht ansprechbar, ganz ehrlich. Ich kann nicht mehr. Aber ich muss sagen, es war wirklich wesentlich einfacher, seit wir mitten in dieser Scheißrunde herausgefunden haben. Im Moment, ich habe ja schon ein paar Mal den Ball geworfen, aber irgendwie habe ich dann immer daneben getroffen. Herausgefunden haben, dass man die halt löschen kann damit. Weil der hat es nur so erklärt, da stand drin, dass ich mich da hinstellen soll, dass ich das da machen kann. Aber ich habe das so verstanden, dass ich mich damit löschen kann. Und das hat auch irgendwie 1-2 Mal funktioniert, warum auch immer. Alter. Das nennt man Entwicklung. Ey, ganz ehrlich, wir hätten die 3 Fehlrunden davor, ich meine, das sind immerhin 1 Stunde gewesen jetzt, ne? Das sind ja jeweils 18 Minuten, die hätten wir uns sparen können, gehe ich davon aus, hätten wir das vorher gewusst mit diesem Ball. Weil dann hättest du, ich stand ja immer da, weil ich nichts machen konnte, weil ich ja am Brennen war. Ja, yeah, das war wirklich der Gamechanger, kannst du sagen. Ey. Schreibt mir bitte in die Kommentare, weil ich bin gerade sprachlos. Ich kann gerade nichts mehr sagen. Schreibt mir alles in die Kommentare, was ihr gerade denkt. Sei es jetzt, dass ihr irgendwas oder irgendjemand am Verfluchen seid oder dass ihr uns jetzt auslacht oder sonst was. Aber das hat bei mir nichts gezählt. Also ich habe nicht Kapitel 5 abgeschlossen. Warte mal, ich gehe mal auf Fortsetzen. Ja, mach mal. Ne, ich bin jetzt in Ladebildschirm. Oh Gott. Nö. Ah, doch, jetzt. Jetzt besiege die böse Hexe und vollende das Spiel. Also vollende alle Kapitel. Oh mein Gott. Ich glaube, ich will wissen... 18% aller Spieler. 18? 18. Mhm. Also beenden. Den böse also, Hexe ja. Und das Spiel beendet, ja. Ist Kapitel. Ja im Endeffekt beides das Gleiche, ja. Mhm. Alter. Aber das wird eine einzelne Episode werden, das weiß ich jetzt schon. Ja, es gibt immer noch 15. Warte, man kann mit dem nochmal reden. Mit wem? Mit der Eule? Achso, ja. Eure Reise ist vollendet. Wusstet ihr eigentlich schon, dass es insgesamt 10 Bonuslevel und 132 magische Juwelen freizuschalten gibt? Ihr könnt mich mal. Ganz ehrlich, ihr könnt mich mal. Ich bin jetzt so stolz auf mich, dass ich diese dämliche Hexe überhaupt besiegt habe. Mir ist es scheißegal, ob unten, ob das komplett blau ist oder sonst irgendetwas. Wir haben die besiegt. Ich zeige jetzt gerade symbolisch, was ihr zum Glück nicht sehen könnt, 2 Mittelfinger in die Kamera. Also die Kamera, die gerade nicht läuft. Aber weißt du, woran mich das erinnert? An Sackboy. Da gab es doch auch noch diese Bonussachen dann, die du da mit allen möglichen... Steinen noch erreichen musstest dann noch. Oder dann alles in 100% machen musstest. Aber ich muss sagen, ja, müssen, ja doch, bei 100% ja, doch, hast du, glaube ich, noch mal was Punkte bekommen. Um diese Punkte zu kriegen, damit du weiterkommst noch, ja.
Also zwischendurch, als wir noch kurz vorm Endboss waren, da habe ich auch an Sackboy denken müssen, weil wir haben teilweise die Level so oft nochmal neu gemacht, um nur einen scheiß Stein noch dazu zu kriegen. Ja, das weiß ich noch. Gut, das mussten wir jetzt hier nicht machen. Wäre natürlich schön, wenn wir jetzt das letzte bisschen auch noch voll hätten, dann hätten wir vielleicht da die zwei Spiele hier jetzt noch komplett voll machen können. Theoretisch könnte man das nochmal versuchen. Ich glaube, das liegt nicht am Endboss, sondern das liegt an dem Level hier, an 33, weil da haben wir den Balken nicht voll gemacht. Siehst du das hier? Ja, habe ich ja gerade gesagt. Und oben links, die 31, habe ich gesagt, da fehlt auch ein bisschen. Das war aber das Hass-Level, glaube ich. Ja, da könnte der Epi recht gehabt haben, dass das tatsächlich ein Hasslevel war. Nichtsdestotrotz konnte ich ihn dann doch noch überreden, dass wir die restlichen Errungenschaften auch noch geholt haben. Wie wir das gemacht haben, und wir haben es leider von hinten nach vorne gemacht, werden wir dann im nächsten Video sehen. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.